Gut, Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir werden heute keine lange Shiur machen, kurz, weil es gibt noch viel zu tun. Aber eine kurze Gedanke, wie versprochen. Ich habe versprochen, dass wir reden heute über Blumen im Friedhof. Was ist die jüdische Halacha, Gesetz über Blumen im Friedhof? Ja. Ich werde die Frage teilen auf drei. Erste Frage ist, ob es ist erlaubt, neben dem Friedhof einpflanzen Bäume. Das ist unsere erste Frage. Ob es ist erlaubt zu pflanzen Rosen, schöne Bäume neben einem Friedhof oder zu legen Blumentöpfe nebenan. Das ist unsere erste Frage. Zweite Frage ist, ob es ist erlaubt zu bringen in den Friedhof Blumen. Und die dritte Frage ist, ob jemand bringt, soll man ihm sagen, nu, 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 darf man nicht, es geht nicht, oder schweigen, er hat schon genug Zores, das eine ist gestorben und soll man ihm mit seinem Schmerz in aller Ruhe lassen. Das sind unsere drei Fragen. Unsere Glaube sagt, Steine sollst du legen nur auf eine der Gestorbenen, nicht werfen auf Lebendige. Blumen sollst du geben Lebendige und Steine auf dem Grab. Was machen manche? Steine werfen sie auf Lebendige und Blumen legen sie auf dem Grab. Nein, 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 nein. Auf dem Grab legt man einen Stein. Wenn ein Mensch lebt, gibt man ihm Blumen. Sogar ein Mann, der normalerweise, wenn seine Frau ist unrein und normalerweise er darf nicht in dieser Zeit Geschenke kaufen, weil Geschenke machen, nee, sagen unsere Weisen, Blumen zum Schabbat, sehr gut, mach. Es macht zu Hause Stimmung, Gefühle und steht geschrieben in unserem Midrash, dass wozu hat Gott geschafft Rose, damit Schabbes und Yontef soll sein schön in Stub. Also in Stub, ja, wo Menschen leben, ist sehr schön. Blumen, es ist Ästhetik, es ist schön, es ist Liebe, es zeigt gute Sachen. Also, ich werde jetzt Step by Step sagen, warum bei uns Blumen ist verboten, warum es nicht erlaubt. Nummer 1. In die alten Zeiten, wenn ein Mensch ist gestorben, sein Leiche hat ein bisschen gerochen. Entschuldigung, dass ich so rede, aber die Leiche hat ein bisschen gerochen. Und wenn ist man gekommen zu einer Beerdigung, diesen Geruch, dass das Leben geht zu Ende, hat die Menschen aktiviert zum Nachdenken, dass das Leben ist kurzfristig. Hallo, mach was von deinem Leben. Das Leben ist nicht jetzt ein Rosengarten zum Spazieren und zu gucken und zu beobachten. Das Leben ist eine Zeit, wo man muss jeden Tag Rabote machen. Jeden Tag haben wir etwas zu erledigen. Und Blumen lenken ab diese Gedanke. Weil du siehst schöne Sachen, schöne Garten. Nein, 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 nein. Das ist jetzt wahre Welt. In wahre Welt gibt es nur eine Schomme, gibt es nur Seele, gibt es keine Blumen. Und es gibt keine schöne Dekoration, gibt keine Bild von Verstorbenen. Das ist pur jetzt nur der Mensch und dem Geruch. Das ist Nummer 1. Warum nicht? Um den Geruch von der Beerdigung lassen und nicht Geruch von schönen Blumen jetzt Garten zu machen. Nummer 2. Es ist schon genug in dieser Welt, Größen durcheinander, dass es gibt Arme, Reiche, Aristokraten, einfache Menschen, erste Klasse, zweite Klasse, Business Class, Ökonomie und jeder geht besonders. Erste Klasse, bitteschön, kommen Sie rein in Samalot. Normale, bleiben Sie draußen. Hallo, hallo, genug. Mal speak. Wenn Menschen sterben, alle kriegen dieselbe Kleider. Und soll nicht sein Unterschied zwischen einem reichen Mensch, der kriegt einen großen Kranz mit 50 Blumen,
Oder eine arme Frau, die kriegt Blumen von letzter Woche, was ist geblieben zu Hause, Blumen 2000. So billige, die man draußen... Ich bin schon jahrelang im Friedhof. Und vor vielen Jahren war es eine Beerdigung von einem reichen Mann. Und es ist gekommen zu seinem Grab viele Rosenkranz von dieser Bank, von dieser Bank, von Stadt. Und ich weiß, wie viel Blumen kostet. Und ich stehe neben dem Grab. Und anstatt zu beten, anstatt zu sagen, was mache ich? Ich zähle, wie viel Blumen gibt das bei dem Rosenkranz und wie viel kostet ungefähr so ein Kranz. Und da sage ich, ich schläumele. Du, schäm dich. Schäm dich. Jetzt weißt du, warum unsere Weisen wollen nicht Blumen am Grab. Du stehst und anstatt jetzt zu fokussieren und zu beten und machen die richtigen Sachen, du stehst und du guckst und du zählst, wie viel Blumen ich da, ob es ist jetzt teuer oder billig. Und deshalb haben wir schon zwei Gründe, warum nicht. Weil eins soll riechen, Original und Natur und nicht jetzt Blumengarten. Zwei soll man nicht den Unterschied sehen zwischen arm und reich. Jetzt noch eine Sache. Blumen sind etwas problematisch. Warum? Du bringst Blumen, nach einer Woche kommst du, was siehst du? Schmutz. Gar nicht. Was sagt dein Kopf? Ei. Auch der Mensch, der liegt dort, schon gegessen von den Würmern, von den Mäusen, von den Ratten. Und in deinen Gedanken ist, dass diese Welt wird zu Ende. Sagen unsere Weisen, nein, diese Welt ist nicht zu Ende. Guck mal einen Stein. Dieser Stein ist schon von Weltschöpfung noch da. Es ist nichts Neues. Dieser Stein ist schon 5777 Jahre und es immer noch weiterlebt. Und deshalb, wenn du kommst zum Grab, stimmt, der Körper ist im Grab, aber die Seele, die Neshome, die Dusha, was ist mit ihr? Sie bleibt für ewig. Und Blumen zeigen kurzfristige Leben. Es gibt auch Menschen, die mögen nicht zu schenken Blumen. Sie geben lieber Blumentopf. Etwas soll leben ein bisschen länger. Aber wenn Menschen leben und man schenkt jemand Blumen, was sagt Blumen? Die Liebe ist so groß, dass auch wenn für eine kurze Zeit hast du eine neue, genießt du, lohnt sich, auch wenn du für eine Woche von den Blumen genießt, es ist auch mein Privileg. Einmal Nachmanides in Spanien im 11. Jahrhundert ist gegangen zu spazieren mit der Galach, mit der Käumer, mit der Priester. Und einmal sagt der Priester, warum seid ihr Jiden immer so gehasst von so vielen Goyim und von warum seid ihr immer so problematisch? Warum seid ihr so problematisch? Stell mal vor, ein Kind kommt zu der Lehrerin, der hat mir geschlagen. Was sagt sie? Oi, oi, oi. Am nächsten Tag kommt er wieder, der hat mir geschlagen. Oi, oi, oi. Am dritten Tag, der hat mir geschlagen. Oi, oi, oi. Was denkt die Lehrerin? Wo ist das Problem? Bei ihm. Das Problem ist bei ihm, nicht bei den anderen. Wenn alle sagen auf ihm, dass er ist ein Komplizierter, dann Problem ist mit ihm. Sagt Ramban, gib akuk die Rosen. Die Rosen haben Dornen. Und trotzdem kommen auf diese Rosen, auch wenn die sind so schön, so viel Moskito, so viel Probleme. Deshalb heute, gute Blumen müssen wachsen in eine Gewuchs, in eine geschlossene Räume, damit das die Natur soll sie nicht schädigen. In die Natur, wenn etwas ist schön, wenn etwas ist gelungen, wenn etwas ist Ästhetik, gleich die Augen von dem anderen sind geplatzt. Und deshalb sagt Ramban zu dieser Galach, das jüdische Volk ist wie eine Rosen im Garten. Gibt es auch Goyim, die sind Rosen in ihrer Art. Aber im Prinzip, ein guter Mensch ist eine Rose. Ein guter Mensch hat schöne Ästhetik, schöne Farbe, aber trotzdem, man will ihn schneiden, man will ihn haben, man hat Probleme mit dem Rose.
Deshalb, wir haben schon gelernt heute, dass im Friedhof passt nicht Blumen. Jetzt, was passiert, wenn einer war nicht heute in diese Schule? Er hat nicht gelernt und er kommt im Friedhof mit Blumen. Was soll man machen? Steht geschrieben in Halacha Yabia Omer Teil 3, Zitat 24. Wenn du kannst vorher die Menschen beeinflussen, sie sollen nicht Blumen bringen, eine gute Sache. Aber wenn nicht und einer hat gebracht, schweig. Sag ihm gar nicht. Sag ihm gar nicht, warum, die Erklärung. Nicht machen Schmerzen zu Menschen, die schon Schmerzen haben. Ich finde das genialer Spruch. Wenn einer hat schon Schmerzen, er kommt doch in Friedhof. Er kommt doch nicht jetzt in Palmengarten. Er kommt in Friedhof. Und sein Herz tut weh. Und er will etwas machen. Was soll er machen? Was soll er bringen? Frikadellen? Was soll er legen auf dem Grab? Und wir sind auch Jiden, auch ein Produkt von einer Kopie von den kulturellen Benehmungen in unserer Umgebung. Also wir leben doch nicht in Insel. Wir leben zwischen sehr vielen Kulturen. Und in anderen Kulturen ist das sehr gepflegt, dass man von Friedhof macht man einen schönen Garten, eine gute Sache, um sich zu ablenken von den wahren Bildern, um sich durch die Ästhetik sich entfernen. Die jüdische Religion untersagt jeden Kunst im göttlichen Haus. Auch in die Synagoge darf man keine Bilder. Warum darf man keine Bilder? Weil in dem Moment, wo es gibt ein Bild, der Mensch wird sehr beeinflusst sein von den Bildern. Er wird sehen schöne Sachen. Deshalb, ich habe jetzt Antwort auf die drei Fragen. Schöne Bäume und Früchte, Bäume und Blumen soll man nicht im Friedhof pflanzen. Nummer eins. Nummer zwei, soll man nicht legen Blumen oder Blumentöpfe. Das geht auch nicht. Legt man nur einen Stein oder ein Quittel. Schluss. Aber wenn einer hat schon gebracht, soll man mit ihm jetzt nicht streiten oder konfrontieren oder machen einen Balagan, weil es ist ein Mensch mit Schmerz. Ich gebe noch ein Beispiel. Normalerweise im Friedhof darf man nicht Shalom Aleichem sagen. Also wenn Menschen treffen sich im Friedhof, es ist genug zu machen, nur so mit dem Kopf. Zu neigen. Es passt nicht, hier zu kommen, oh, Shalom Aleichem, wie geht's die Frau, wie geht's die Kinder, passt nicht. Was passiert aber, wenn einer kommt zu dir, sagt Shalom Aleichem, dann musst du ihm auch sagen, Aleichem Shalom. Sonst glaubt er, dass du hast etwas im Herzen gegen ihn, dass du bist bräuges, dass du bist unsympathisch. Deshalb genauso aus diesem Grund, wenn einer hat schon dir Shalom Aleichem gegeben in Friedhof, dann darfst du auch antworten. Aber von vornherein, das ist nicht eine jüdische Kultur, das ist nicht eine jüdische Benehmung, aber trotzdem, wir leben zwischen die Goyim und die Jiden heute sind gute Jiden, mit sehr vielen guten Wille, was Gutes zu tun. Und in dem Moment, wenn das ist ihr Wunsch, kommt eine ältere Frau, ihre Nachbarin ist gestorben, und sie geht bis der Bergerstraße und kauft Blumen. Vielleicht, ich sage meine persönliche Meinung, vielleicht das ist bei ihr ein Teil etwas zu geben, ein Teil eine Ehre zu erweisen. Ich kann nicht alle Hintergründe von diesen Kultur, aber ich kann verstehen, dass andere Leute vielleicht denken anders. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann das irgendwie verstehen. Und auch wenn ist man mit etwas nicht einverstanden, dann soll man es verstehen trotzdem. Auch wenn man das nicht akzeptiert unbedingt. Aber soll man verstehen, dass andere Menschen denken anders, fühlen anders. Und wenn das ist ihr Wunsch, sollen sie gesund sein. Ich werde sie nicht jetzt neben dem Grab blamieren oder etwas sagen, jetzt oder später. Sowieso gibt es im Judentum eine Regel,
wenn einer hat schon etwas gemacht, ist schon zu spät zu sagen. Du kannst ihm sagen, für nächstes Mal. Wenn einer kommt zu dir und er sagt, hör mal zu, gib mal guck, was habe ich gekauft. Asa Kuli, super, sehr, sehr guter Bleistift. Ja, was sagst du? Mazel Tov, nutz gesunde Reise, sollst schreiben gute Sachen. Aber wenn du sagst, ach, das ist keine gute Kuli, das ist Schrott, das ist billig, das ist, dann ist es nicht in Ordnung. Du sollst nicht kritisieren eine Handlung oder ein Kaufen von jemand anderes. Hat er schon, wenn einer kommt zu dir und er sagt dir, welche Kuli soll ich kaufen, kannst du deine Meinung sagen, diese Kuli ist sehr gut, diese Kuli ist Schrott. Wenn einer hat schon gekauft, gib ihm ein Mazel Tov. Gib ihm ein Mazel Tov. Sag ihm, sehr schön. Nutz gesunde Rede. Verstanden? Ja. Sehr gut. Noch Frage, Bemerkung? Ja, aber bitte. Wenn ich zum Beispiel, ich komme zu Beerdigung, ja, und es ist meine Bekannte oder Verwandte, gebe ich das Geld. Kann ich nicht. Ist es hilfreich? Geld zu geben ist immer gut. Zu Leuten, die Trauernden. Ja. Seine Mitzwa, also zu unterstützen, Familie. Bezahlen. Sehr gut. Also wenn man unterstützt Familie in Tod. Sehr gut. Oder später nach der Beerdigung. Käufen am nächsten Tag Brötchen, machen Wurst und bringen nach Hause Sandwiches oder Essen. Das, okay, Gesundheit, aber ich sage, man kann damit was Produktives machen. Die Leute sagen, nein, warum sie nicht? Sie machen eine gute Sache. Eine mein Teil, ja. Ja, sehr gut. So sein, zum Mitzwe. Bleib alle gesund und stark. Und sollen wir mehr Blumen sehen am Leben. Ich habe euch erzählt einen Witz, dass einmal ein Papa geht bei der Beerdigung von der Frau und weint, weint und halt so Blumen. Sagen die Kinder, Tate, hättest du gegeben Mama Blumen am Leben, Mama war nicht tot. Also jetzt ist zu spät, die Mama ist tot. Jetzt ist zu spät, Blumen zu geben. So. Soll man schenken am Leben mit warmen Händen? Wenn man gibt etwas mit kalter Hand, ist schon zu spät. Mit warmen Händen, so dass man hört mindestens ein Dank. Und man freut sich. Das ist eine gute Sache. Aber wie gesagt, ich verstehe auch andere Kulturen. Ich will nur sagen, das ist keine jüdische Kultur. Das haben die Jiden übernommen von unseren Nachbarn. Also wir leben nicht alleine in der Welt. Wir haben sehr viele Kulturen entwickelt von der anderen und man macht auch nach, was sie haben gemacht. Was soll ich machen? Aber man muss wissen. Jetzt ist die Zeit, darüber zu reden. Am Ort ist zu spät. Ihr habt mich gefragt, ich habe gesagt, ich würde die Meinung sagen. Ich habe noch einen Vorschlag. Sagen wir, jemand ist gestorben und es ist geblieben eine Witwe oder eine Witwe. Nimm Blumen und bring im nächsten Schabbat nach der Beerdigung. Oh, er wird sich freuen. Weil normalerweise Leute kommen zur Beerdigung und da der Mensch ist verloren alleine in seinem tiefen Loch. Ich habe einen Vorschlag. Willst du schon Blumen geben? Kein Problem. Warte eine Woche. Eine Freitag. Nach der Beerdigung, da sollst du kommen, sollst bringen Blumen. Das ist eine schöne Sache. Ich habe gehört eine sehr berührende Geschichte.
Es war in Israel ein sehr großer Mann. Sein Name ist Rav Lichtenstein. Rav Lichtenstein, er war ein Rosh Yeshiva, ein sehr kluger Mensch von den Soloveitchiks, ein sehr großer Mensch. Und Rav Lichtenstein, seligen Andenken, eine Freitag kommt zu ihm eine Junge von seinen Schülern, sagt der Rabbin, ich habe ein großes Problem. Haben Sie Zeit? Sagt er, ja. Aber es ist Freitag, sagt er, aber wenn Sie sind gekommen, gibt es bestimmt ein Problem. Sagt er, unsere Tochter hat jene Meise, Krebs. Und der Rabbiner hat unterstützt und geholfen und begleitet die Leute und wirklich alles gemacht. Nach halbes Jahr Leiden, die Mädel ist gestorben. Nach dem Tod, der Rabbiner ist gekommen zu der Schive und alles. Halbes Jahr ist vorbei. Es war Rosh Hashanah, neue Jahr. Und der Schüler erzählt, er sitzt mit seiner Frau am Tisch. Und anstatt zu freuen, fällt die Tochter, beide sitzen und weinen. Plötzlich, eine klopft. Wer ist das? Sie öffnen die Tür, sie haben nicht geglaubt. Rav Lichtenstein mit seiner Frau. Er hat gesagt, ich habe gewusst, ihr seid jetzt traurig. Es ist erste Rosh Hashanah, ohne eure Tochter. Ich bin gekommen mit euch, ein bisschen zu feiern. Das finde ich Menschlichkeit. Nicht nur zu kommen, aber gesund, bringen Blumen zur Beerdigung und gucken in die Augen von der Familie, wie stark die sind, traurig oder nicht. Nein, lass die Menschen in Ruhe. Die Beerdigung ist zu Ende. Lass eine Woche, komm nach einer Woche, mach einen guten Topf mit Essen, bring auch Blumen. Bringt zu den Menschen nach Hause, die Menschen werden sehr danken. Es tröstet die Verwandte viel mehr, als die Blumen geben, und es gibt sogar, heute habe ich noch gehört, noch schlimmer, es gibt sogar Ganoven. Es gibt Leute, die klauen Blumen vom Grab, ich weiß nicht, wie die Welt, frisch, gesund und meschuge. Menschen klauen noch Blumen von Und verkaufen. Mein Sohn, ich war mit meinem Kind vor 2 Wochen im Friedhof, mit meinem Kleinen, sagt er mir, Papa, ich habe eine Frage. Was passiert, wenn jemand will machen einen Grabstein aus Gold? Es ist erlaubt? Habe ich gesagt, wem willst du machen einen Grabstein aus Gold? Sagt er, dir. Wenn du tot, ich sage, Ingele, mach mir nicht ein Grabstein aus Gold, sei ein goldiger Mensch. Das ist ein großes Geschenk. Du brauchst mir nicht zu machen ein Grabstein aus Gold. Sei ein goldiger Mensch. Ja, war noch ein Mann dort, habe ich ihm erzählt. Und er hat gesagt, mein Kleiner, man kann nicht machen Grabstein von Gold, weil jemand wird kaputt machen und Gold nehmen. Sagt mein Kind, der ist so noch naiv und gläubig. Sagt, nein, von Friedhof. Niemand wird Gold nehmen. Bleib alle gesund und stark. Dankeschön. Danke. Sehr gerne.